I thought I told you to stay out. I just saw an old pigeon out in the courtyard. I think it was dying. Out of my way! That's two good meals, at least! Und damit moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu das Life of Kelvin. Nein, Kelvin and the Infamous Machine. So, die Guteste haben wir endlich hier rauslocken können. No, I'd rather not. Wieso nicht? Doch, mit der Hacke kannst du die Tür verschließen. Sehr gut, jetzt sind wir erstmal allein. So. This should keep her out for a little while at least. Genau, ich habe es ein paar Mal hier probiert und ja, hatte irgendwie nicht so richtig funktioniert. So, aber jetzt können wir uns erstmal umsehen. Hallo. Chef Benedict Roser's traditional boiled weasel. Step 1. Bring water to a boil. Step 2. Boil weasel. Step 3. Salt to taste and enjoy. Das ist ja unglaublich aufschlussreich. Okay. Flasche. Looks like it's empty. Hold it coming! I just slipped on some gravy. Oh, nicht gut. Leere Flasche Rattengriff. Warte mal, reicht das schon, dass wir die Ratte damit einfangen können? Das wäre natürlich cool. Topf. Am I the kind of person that would steal meat out of somebody else's stew? Huh, guess I am. I should really work on that. What's going on out there? Just a minute, I think the hinges are covered in syrup? Okay. She's not gonna want to use the cracked ones, right? I'll just grab a few of those. You got to let go! It's really windy out here. I can't get to the door. Wie blöd. Okay, die Eier. Haben wir hier sonst noch was? Zeig mal. F. Nee, das war tatsächlich alles. Haben wir alles eingesteckt? Haben wir. Okay, wozu auch immer. Okay, gut. Ich glaube, wir können wieder raus, ne? Küchentür. Ich komme. Uh-oh. What did you do? Nothing. Nothing. Door just got stuck for a second. Okay, bye. Okay, bye. So, jetzt sind wir wieder raus. Alles klar. Was nun? Ich würde sagen, wir gehen zu der Ratte, ne? Ah ja. Oh, warte mal. Nur so eine Idee. Können wir die Eier färben? Nur so ein Gedanke? Brauchen wir dafür die Farbe? Nee, das war hier. Habe ich eigentlich schon willkommen gesagt? Willkommen zurück. Hi. Okay, hier haben wir doch die Farben. Können wir die für die Eier benutzen? Alright, let's Easter these up. Die Frage ist nur, wozu, ne? Okay, jetzt haben wir... Okay, er malt eine ganze Menge bunte Eier... an. Ja, erzeugt. Ja, okay. Noch mehr? Nee. Er hat tatsächlich bemalte Eier. Aber wozu brauchen wir die? Keine Ahnung. Ich gehe mal als nächstes zu der Ratte. So. Talalalalala. So. Auf zum Dorf. Jawohl. So, tralala, ist schön hier, auch bei Nacht, sehr kuschelig. Hallo, Gesellen. Oh, warte mal, hier, Laden, wo wir schon mal hier sind, können wir ja mal sagen, guten Tag, hier, ich habe es, wurde mir gestattet, das. Okay, I got the Duke to sign off on the formula. Can you make the dye now? Huh? What? Oh, let me see it again. I don't have any of these ingredients in the shop right now. What if I found them for you? Then I suppose I could squeeze you in. But good luck finding a raven's feather, a tannibal root, and a human femur on short notice. Okay, können wir dem schon mal das Zeug geben? So, das wir haben, den Knochen? Here, I found a leg bone for the dye. Where on earth did you manage to... Never mind. The less I know, the better. Ja, that's what I always say. Jo, sehe ich ganz genauso. So, außerdem, die Feder. Hier. Boom! One raven feather. Is this honey? Yeah. See, first I smeared honey all over a gravestone, and... Good Lord, forget I asked. Okay, aber uns fehlt noch diese... warte mal, hier, kannst du uns die wieder auffüllen?
I used this whole bottle of rat poison and my house is still swarming with rats. Prove it. What do you mean, prove it? Last I heard, the customer is always right. Ha! Poppycock. The customer is always wrong. Unless the customer can provide incontrovertible evidence to the contrary. Hm. Okay. Ja, wir müssen ja tatsächlich die Ratte holen, ne? Ja, okay, ich sehe schon. Gut, gehen wir mal auf den Friedhof und hier hinten so. Hi, du. Na? Was? Mist, jetzt habe ich zu schnell geklickt. Whoa, I never realized the... Ach so, das war der Mond. Ja, ja, schon klar. Ja, der Mond ist so alt, ich weiß. Okay, ich bin ja zu Gast, ich beachte mich gar nicht. Hast mich nicht gesehen. Ich war nie hier. So, lass mal gucken. Da ist... Ach ja, Jungs, stimmt. Da müssen wir uns auch noch vorbei. Entschuldigung, ich gehe mal eben durch. Sorry. Bye. Ich bin gleich wieder. Ciao. Gut, also. Ich nehme mal an, die Socke... Ugh, now the cheesy smell is super concentrated inside the jar. Richtig, genau. Damit locken wir jetzt die Ratte dort hinein. I guess I will leave this delicious piece of actual cheese directly outside this hole. I sure hope it will not be eaten by a rodent or small dog. Total unauffällig, ehrlich. Total unauffällig. It's not cheese at all, silly rat. Your nose has betrayed you. Und sie bleibt. Don't forget the air holes, kids. Mach das nie zu Hause, Kids. Also Kinder. Nein. Ich kann nicht glauben, dass die Ratte tatsächlich da drin geblieben ist. Aber okay, wir haben sie. So, ja, die Frage ist nun, was bringt uns das? Ich meine, können wir die Ratte an die Pflanze verfüttern? Geht das? So, lalalala, Friedhof. Okay, alles klar. Na, 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 na. Tüdelüt. So, lass mal gucken. Nee, wir müssen die bestimmt dem Händler zurückgeben, ne? I don't think that will work. Ja, schon klar. Okay, gut. Wir müssen die dem Alchemisten zurückgeben. Also, hier, guck. Da ist der Proof, dein Proof. Your rat poison is a joke. This rat ate a whole bottle's worth and he's fine. What? How can this be? I demand a refund. No cash refunds. Store credit or nothing. Store credit it is. Very well. Let me know when you've decided on an item. And let's keep word of this product defect between us, shall we? My lips are zipped. Okay, so, was soll das Ganze retten? Um fiese Pflanzen zu beruhigen. Kannst du den Farbstoff jetzt machen? Ja, noch nicht. Er hat ja noch nicht alle Zutaten, aber hier viel. You got anything that can tame an angry plant? Is that monstrosity with a graveyard acting up again? You know about it? I created it. Accidentally, I admit. Spilled one of my most volatile concoctions on an innocent little weed. Then you gotta have something that can calm it down. I have pills that should soothe it, yes. I'll take them. Very well. How will you be paying this evening? Let me get back to you. Okay. Was? Warte mal, aber was? Guthaben. Ja, Guthaben. Can I use my store credit on those pills for the plant? Huh. I suppose that's fair. Here you are. Oh, sehr gut. Okay, cool. So, also. Also, ach, ja, Pflanzenpillen. Okay, gehen wir mal hin. Mal gucken, ob das funktioniert. So, lalalala, ist es nicht schön hier? Jo, okay, alles klar. Die Pflanzenpillen. If this plant is anything like my cat, there's no way it'll take a pill voluntarily. Oh, okay. Deshalb haben wir das Fleisch gesammelt, huh? Sleeping pills and meat. Two great tastes that go great together. Okay. Wie das aussieht. Chew on this, you grumpy shrub. Lecker, lecker, lecker. Ja. Dang, that thing's gonna be out for days. Okay, ich nehme sie mit. Sehr gut. Und? Klingelingeling. Juhu. Damit habe ich alle Zutaten zusammen, ne? Jetzt müsste er mir doch das
Färbemittel zusammenmixen können, oder? That's everything, right? Can we finally make this dye or what? Very well. Just a moment. Mhm. Woof. Here you are. Please give my regards to the Duke. I have charged his account as usual. Will do. Thanks, bud. Okay, cool. So, da wir das jetzt haben, auf zum... Wo geht's hier lang? Ich weiß nicht, wo es lang geht. Okay, so. Da, da und hier. Fluss, auf zum Fluss. Auf zur Galleria. So, liebste Mona. Mit ihr oder mit ihm oder wie? Hey, so I got this brown hair dye and I was wondering... Was? Okay, sorry, yeah, sorry. Was? Wieso geht das nicht? Leonardo? Du? Was wäre mal Lisa aussieht? Okay, hear me out. What if we dress up Mona to look like Lisa? I'm afraid Mona's attire is not the issue. It's that gargantuan goofy smile that she absolutely refuses to change. Along with her hair color, I suppose. Lisa's is a much darker brown. So if I can change her smile and her hair color, she'll look like Lisa? Well, yes, a great deal. But I wouldn't get your hopes up. Mona doesn't like her sister much. Asking her to look exactly like Lisa will not go over well. I'll figure something out. You, stay here for now. The fate of the world depends on it. As you wish, time traveler. Was ist aus dem Plan geworden, einfach mal Lisa zu fragen? Wo ist sie denn überhaupt? Wo steckt die Kleine? Aber jetzt warte. Moment. Deswegen konnten wir die ganze Zeit die Fassade angucken, ne? Enterhaken mit Fassade. Honestly, this is gonna be the highlight of my entire life. Das glaube ich nicht. Das glaube ich ganz und gar nicht. That ruled. Yes. So, okay. Hoch. Hoch. Ja, okay. Da ist ein Loch. Looks like Mona is sitting directly below here. Das war so klar. Okay, gut. Also, dann, das ist ein bisschen übergriffig. Mach das niemals zu Hause nach. Ooh, maybe if I drop the dye on Mona from here, she won't even notice. Nein, das... Here goes nothing. Das kriegt sie nie im Leben mit. Yeah. Worth a shot. Was ist los? Calvin, Lupin's temporal stasis. Calvin, why do I hear crying in the background? Oh, that's Mona. I might have dyed her hair without her permission to make her look more like her sister. You what? Calvin, what happened to helping Leonardo da Vinci? I am helping him. Leonardo was going to paint Mona's sister, but Lupin prevented that. So you and Leonardo decided the best course of action was to gussy up Mona? Exactly. Ugh, men. I feel gross even asking, but did it work? Well, her hair's the right color, but now there's the whole uncontrollable weeping thing. Can I make a suggestion, Calvin? Of course! Apologize, you lug nut, and hurry! Lupin's temporal stasis field is starting to decay. Okay, gut, ja. Oh, meine Güte. Oh, ja, ich gebe zu, das ist nicht nett, aber dieses Gewirr, ich weiß ja nicht. Okay, na komm, sagen wir erstmal Entschuldigung, bevor wir in den Spiegel reingehen. Oh. Hey, I'm really sorry about the whole hair dye thing. I only did it because the temporal lattice is unraveling and the universe will dissolve. Yeah, I wouldn't believe it either. Okay. So, was können wir denn mit dem Spiegel machen? Hier, guck mal, wie schön du jetzt aussiehst. Guck mal, die Haare sind voll cool. Are you trying to get me killed? Nein, aber, was? Ich meine, was? Was sollen wir denn damit jetzt machen? Was sollen wir mit den Ostereiern machen? Und mit der Hacke? Und überhaupt? Kannst du damit was anfangen?
I don't think that will work. Huh. Okay. Kannst du dich selbst betrachten? Oh yeah. Ach. I wouldn't swipe right for this. Oh nein, das ist eine. Okay, ja, ist schön, dass das eine Errungenschaft ist, aber. Okay. Aber was machen wir denn jetzt? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, ich geh mal lieber. Ich lasse euch beiden Turteltäubchen dort allein. Was macht man denn mit den Eiern und so? Ist hier noch irgendwas drin? Irgendwas Interessantes? Nee, ne? Das haben wir alles schon gesehen. Okay. Gut, wieder raus. Der lange Weg. Okay. Dorf. Müssen wir den Typen im Gefängnis doch noch zur Flucht verhelfen? Ach hier, warte mal, ihr beide seid ja auch noch. Hallo? Na. Hey, do either of you know Leonard? Wait your turn, rectangle face. I'm in a hurry. I'm not cutting in line. I just had a quick question. No question! Only hammer! Okay then. Haben wir irgendwas zum Hammer? Die Hacke vielleicht? I'm not sure how those go together. Ah, okay, war nur so eine Idee. Gut, dann nicht. Puh. Friedhof, du pennst immer noch. Können wir dir eins drüber geben? Das geht. Was nimmst du da? Oh Gott! It's a him! Es ist so bescheuert. Das war die Mütze von Mario. Können wir mit dem Schild was machen? Oh Mann, ey, warum? I'm not sure how those go together. Ja, schon gut. So, aber jetzt weiter. Er ist befriedigt, ne? Ja, wir können nur noch mit dem Typen. Hallo? Möchtest du mal meine Eier sehen? Nein, das klingt irgendwie falsch. Also, wir können nur noch den Typen im Keller helfen, ne? Ja, ist der Keller. Kommen wir hier rein? Nee, jetzt ist das blöd, dass ich... Ich hätte mal den Enterhaken wieder mitnehmen sollen, ne? Ah, vielleicht klappt es auch so. So, also, wie kann ich euch denn helfen? Kanalschacht. I'm not too keen on jumping into a sewer right now. Okay, listen. If I break you guys out, will you help me cheer up a lady who won't stop crying? Proposal. Didn't go so well, huh, bud? I believe what Groblu meant to say was... Oh my god, yes, please! We'll do literally anything! I had intended to sneak a file into our cell as we were jailed, but I was bumped by a certain lunkhead, and I dropped it into the grate at your feet. I'm sure it's still down there somewhere. Na sicher, siehst du, es war doch irgendwie wichtig, dass das hier existiert. Okay, gut, ja, und? It looks like it bends off to the left, but a bunch of sewer gunk is blocking my view. Was? Okay. Geht hier der Spiegel? Let's see what's hiding down here. Looks like a raven feather, a human leg bone, some sort of root. Ooh, and a file. Ja, cool. Ja, ist so super. Dann gib denen doch mal die Pfeile. Hat keiner gesehen. Oh. Cool. Come on, let's blow this joint! Quick question, if I may. How do we intend to elude the ill-tempered fellow with the spear? Follow me! There's a tunnel by the Rose Garden that I used to steal the Duke's dishware! Groblu, you devious little plate smuggler. I could kiss you. How about you don't? We call it even. Was? Okay. Und? Tasche. Das ist doch neu hier, ne? It's all the jester's props. Looks like mostly juggling stuff. Okay. Gucken wir mal, wenn wir die Eier dazugeben. The jesters will definitely notice that these are fake balls, that they're holding the real ones. Hm.
You guys are good. Mona's already stopped crying. But of course, we are graduates of the finest fooling academy in the city state. Well, I am anyway. This clown never finished one of his requirements. Oh, please. How much would I really have gotten out of intro to poop jokes? Depends on what you put in. Ja, sie guckt immer noch nicht ganz glücklich, ne? Irgendwas können wir ein bisschen Abwechslung. Ja, hier, sie ist immer noch ziemlich niedergeschlagen. Could we maybe change things up a little? Mona's still pretty down in the dumps. I suppose we could switch to the clubs. Okay. Gut, das macht er. Wunderbar. Okay, können wir jetzt die Dinger austauschen, die Eier? Time to give him the old switcheroo. Lach doch mal, Mona. Schätzchen, komm. How about those gestures, huh? What a mildly enjoyable delight. Why, I'm smiling subtly and mysteriously just thinking about them. Would you shut up? All I wanted to do today was get a nice portrait. What do I get instead? A dye job from the sky that makes me look like my stupid sister. And now a couple of smelly buffoons throwing balls around are supposed to make me feel better? Just leave me alone until my mother arrives to pick me up. Hmm. Tja. Leonardo, kannst du da irgendwas draus machen? Can we start painting now that Mona stopped crying? Or someone with the power to travel through time? No. You are exceedingly daft. Thanks. Does Mona look like she wants to be painted? Her glum demeanor would ruin the painting before I even began it. Yeah, I guess that makes sense. I'll figure something out. Okay, also es ist tatsächlich jetzt hier die Hofnarren anquatschen und nochmal zu einem Wechsel animieren. Mind if we change things up again? You're the boss, boss. Okay. Jetzt nimmst du die Eier. Hey, don't these feel a little... Oh. Was ist... Oh nein! Lass das... Oh, ja. You're gonna regret that, banana head! Prove it, you bloated Christmas cactus! My God, that's it. That's the smile I've so long to capture. Well, then don't just stand there, man. Paint! Paint! Yeah. Tut es. Tut es. Jawohl. Oh, guck mal das Gesicht. Ah, ist er ganz begeistert. Das ist also die Lisa, die eigentlich eine Mona ist. Okay, jetzt wissen wir Bescheid, wie es funktioniert. Und... Das Universum ist gerettet. Nun zumindest. It looks great. What are you gonna call it? Originally I had intended to call it simply the Lisa, but given the particulars of the creation. You! Ooh. Wait! Are you screaming at me or Leonardo? I believe he is addressing you. Well, why do you say that? I've never encountered this man before, and it sounds as though the two of you are well acquainted. Not to mention that he appeared out of thin air, highly suggestive of time travel. You really are a genius. Have you ever thought about doing a web series? A series of webs? I'm not familiar with... Shut up! Shut up! Shut up! How did the brain-dead likes of you manage to thwart... My efforts at every turn! Well, just now I painted some eggs, and then I tricked some clowns into juggling them, which caused... Enough! If you had been half this effective while we were building the machine, none of this would have had to happen! I mean, honestly, I think the bigger problem is your weird obsession with plumbing. Excuse me? It's kind of hard to take these inventions seriously when they all look like a bathroom. Like, even right now. Not super intimidating. Not intimidating! I'll show you intimidating! Die! Uh-oh.
Lise, it's Lupin. He... I know. He broke out of the temporal stasis field. He's kidnapped Leonardo, Newton, and Beethoven. We're all trapped in his vault. Also, apparently Lupin has a vault. I'll find him and I'll convince him to surrender. I think I can get through to him. Calvin, the man built a battle mech out of a bathtub. There's no getting through to him. Listen carefully. We have a plan, but we need a few things from you. A wheel, a magnet, and... Mr. Beethoven, what did you need from Calvin again? Boss, speak up! What do you need from Calvin? A horn. A what? A horn! What are you, deaf? A horn, for some reason. I'll text you the list. Also, before Lupin captured me, I configured the time machine to loop through its last three destinations. When you've got everything we need, just hit the manual override to come home. Wait, what was the manual override again? Turn the cold water on full blast. What?! I think I'd rather destroy the universe. Calvin, get moving! I'll buzz you whenever Lupin's closing in on your location. Okay, gut. Ja, sieht so aus, als hätten wir eine kleine Verfolgungsjagd vor uns, ne? Aber guck mal, da ist ja schon das Horn. Können wir das nicht einfach mitnehmen? Well, there's our horn. Too bad they decided to lock this case after I stole the flute. Okay, gut. Wir haben wohl den Text. Okay, okay. Wir werden wohl noch etwas mehr benötigen. Wie zum Beispiel die Stöcke. So. Ja. Oh man, if these had been here before, I could have looked even fancier. Oh. Was ist? Was ist? Boy. Oh, okay. Und weg. Okay. Gut, sieht aus, als wird das ein bisschen dauern hier. Moin zusammen und willkommen zurück zu Calvin und der Infamous Machine. So, wir sind auf einer Art... I'm a time-traveling jewel thief! Ja, das auch, genau. Richtig. Wir sind auf einer Art Mission... Oh, es geht schon wieder los. Consider this, your exit interview. Verfolgungsjagd. Genau. So, offensichtlich, ja, wir, richtig, wir besuchen nochmal alle Orte und Gemälde. Kann ich irgendwas davon mitnehmen? It's crazy that a cute puppy painting was useful once. Twice seems like a stretch. Den Zirkel, den nehmen wir mit. Hey, I remember these from geometry class. Nazis. They're for making circles, right? Okay, aber den brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Was haben wir hier noch? Das Rad, was ist damit? It's really stuck on there. I'll need some leverage to get it off. Ah, kommt schon wieder. Das könnte jetzt alles ein bisschen heikel werden. Ah. You're trying my patience. Yes. Okay, schon gut. Und renn ins nächste Abenteuer. Zeitmaschine. So, haben wir denn hier noch was? Nee, hier haben wir nichts. Habe ich irgendwas eingesammelt? Warte mal, mit dem Diamanten könnten wir hier schon mal ein Loch einschnitzen. Just slamming it against the glass isn't gonna help. Okay, aber den Zirkel könnten wir damit verbinden, genau. Und dann hier das Ding rauskurbeln. Yay! So, Teil 1. That impresario dude is gonna be mad. Ja, in der Tat. Oh, es geht schon wieder weiter. Okay. Das wird jetzt ein ständiges Gehopse. Oh, miesester Schütze ever. So, also, was haben wir? Hier haben wir die Statue. Nee, warte, den Magneten, den hätte ich gern. Den können wir mitnehmen. Cool. We meet again, Mr. Magnet. Yes. Too bad this isn't a voodoo statue. Ah, okay, haben wir noch was? Nee. Nee. Ich wüsste nicht. Hier kommen wir Schwefel. Können wir da nochmal ran? Komm schon. Oh, it stunk up my backpack enough the first time. Oh, na, geht schon wieder weiter. So, also das Horn sollte... Ja, ja. Can't you see you've already failed? Ja, ja. Okay, den Stock. Den Stock können wir, glaube ich, dafür nutzen, um das Rad hier abzuhebeln, ne? Lass mal gucken. Stock. Jupp, das geht. Ja. Mitch. So, pack's ein. Cool. So, was sollten Score wir... Score one for simple machine. Ja. Was sollten wir noch bekommen?
kann ein bisschen lästig werden. Please, I found everything. Great work, Kelvin. Toss the stuff in first. I don't want that magnet interfering with your biosignal. Mhm. Okay. Das war's schon. What the? Behold, idiot! The Symphonic Spider! It will feature prominently in my next fanfiction, in which Larry Platter is forced to... Can it wait, Isaac? There's an awful lot at stake. No one ever appreciates my craft. Formation, people! Lupin is incoming! Mm-hmm. Oh, how convenient! Now I can destroy all of you at once! Give it up, boss! You're outmanned and outgunned! Outgunned? Ha ha! By what? You built a Frankenstein's piano! Says the cook in the working bathtub. Cook! I'm the most stable person in the room! Clearly. That's it! So long, so-called geniuses! Ludwig, now! What? Now! Oh, right. Wow. Das ist laut. Alter. At least I still have mini golf. We did it! I can't believe it! A fine job, time traveler. Your dopey appearance belies an unexpected competence. We are indebted to you, Kelvin. You have inspired each one of us to continue our work with a renewed vigor. Whatever. I still think he's a moron. Kelvin, you just saved us. You just saved the universe! Well, you did all the important science stuff, Lise. All I did was use random objects on other random objects until everything worked out. But don't you see, my boy? That is science. No, it's not. It's not even close. Would you shut up? I'm trying to encourage him. Kelvin, this is a violation of typical workplace etiquette, and to be clear, is by no means an obligation of mine to reward your heroism, but regardless. Great job, Kelvin. Okay, da sind wir. Hey, ist das die Musik von Hercules da im Hintergrund? Das ist eindeutig die Musik aus dem Zeitmanagement-Spiel. Ui, und das war's. Kelvin and the Infamous Machine. Jawohl, wir haben es geschafft. Wir sind am Ende angekommen. Cool. Okay, das war jetzt ein bisschen wenig. Ich schneide das nochmal an das andere Video ran. Das hat sich zwar schon hochgeladen, aber egal, dann lösche ich das nochmal und schnipsel das nochmal zusammen. Okay, gut. Ja, Mensch, klasse. Ich fand's cool. Guckst dir an. Wiggle, wiggle, wiggle it. Yes, dude. Okay, cool. Ja, das war sehr schick. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Ich hoffe, ich konnte euch damit halt auch ein wenig unterhalten. Und das Spiel ging's ja. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und bis zum nächsten Let's Play. Macht es gut, alle. Tschüss.